Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der F1-Karriere im Alfa Romeo. Wir sind hier heute in Australien und werden direkt zum Qualifying springen. Und wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und genau. Das ist eigentlich uninteressant. Die ersten beiden Rennen waren nicht so optimal. Platz 15 und Platz 13. Jetzt gilt es hier alles zu geben. Let's go. Die Strecke liegt mir eigentlich. Wir werden sehen, wo wir am Ende landen werden. Ich lasse mich überraschen. Eine sehr schöne Strecke. Einfacher zu befahren als die aus Bahrain und Saudi-Arabien. Die aus Saudi-Arabien war ja mega schwer. Und da habe ich mich aus Versehen vertan beim Bremsen. Volle Konzentration natürlich. Hier keine Fehler machen. Wir sind in Bahrain direkt von der Pole gestartet. In Saudi-Arabien dann von Position 15. Und was wird das hier? Kein gutes Ergebnis, kein gutes Ergebnis. Wir wären 20. nur. Wir starten von ganz hinten in den großen Preis von Australien. Das ist hart. Das ist hart, aber wir versuchen natürlich alles. Und ja, ihr seht schon, Perez von der Pole, Max Verstappen Zweiter, Sainz Dritter und unser Teamkollege Guan Yu Zhou startet von Platz 17, okay. Wir auf 20 müssen natürlich alles geben beim großen Preis von Australien. Ich begrüße Sie aus dem Albert Park in Australien zum heutigen Rennen. Ich denke, das wird ein Klassiker. Wir sind nur einen Steinwurf von der gewaltigen Port Phillip Bay entfernt, wo das heutige Rennen auf dem 5,28 Kilometer langen Albert Park Circuit stattfindet. Der Rennbelag ist holprig und die 14 Kurven können unter diesen nassen Bedingungen besonders heikel sein. Wir können also bei diesem Grand Prix durchaus mit einem Safety Car rechnen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Heute startet Sergio Perez von der Pole und daneben steht Max Verstappen. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Leclerc, George Russell und Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Ricardo und Kevin Magnussen, Ocon, Gasly, Mick Schumacher und Vettel, Tsunoda, Stroll, Guan Yu Zhou und Alexander Albon, Latifi und ein Alfa Romeo. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos. Und damit legen wir los.
Und damit legen wir hier los. Beim großen Preis von Australien hier im regnerischen Melbourne wird es nicht so einfach. Mal gucken, 5 Runden, ne? Aber wir kommen schon mal ganz stark nach vorne, auf Platz 16 sogar. Heftig, damit hätte ich nicht gerechnet, Leute. Wir sind auf Platz 16. Und wir machen einen ganz starken gegen Gasly, komm. Ja, hallo Gasly, jetzt da. Wir müssen die Position gegen Gasly zurückgeben. Aber das war doch ein hervorragender Start von 20 auf die 13. Hervorragend. Jetzt diese Leistung beibehalten. Und dann bin ich guter Dinge. Mick Schumacher etwas unfair hier. Er hat mich berührt, nicht ich ihm. Aber können wir Gasly wieder überholen und auf Platz 12 vordringen? Damit wäre es besseres Ergebnis als in Saudi-Arabien. Und jawohl, wir sind auf die 12 vor. Hervorragend. Was ist das denn hier in Australien? Von 20 auf die 12. 6 Plätze direkt in der ersten Runde. Gut gemacht. Hätte ich niemals damit gerechnet. Max Verstappen mit der schnellsten Runde hier. Platz 12 ist aber optimal. Und natürlich wären Plätze 9 oder 8 besser. Bei solchen Strecken können wir Punkte sammeln. Gott sei Dank nicht in die Bande. Hab gut noch dagegen gelenkt. Aber Gasly attackiert wieder. Gasly möchte vorbei. Aber ich mach zu, das ist klar. Wird sehr interessant hier beim großen Preis von Australien heute. Wir sogar mit der schnellsten Zeit im ersten Sektor. Und jetzt können wir vorbeikommen an Ocon, aber er macht es clever. Er macht es einfach clever. Und wir sind nach der dritten Runde auf Platz 12. Und mir fällt gerade was ein. Sorry, Leute. Die Streckenkarte habe ich euch ja gesagt. Werde ich ganz klar einstellen. Komplette Streckenkarte, genau. Und damit haben wir hier die schnellste oder die komplette Streckenkarte wieder. Und da küssen wir die Bande, shit. Ocon ist zu weit weg.
nicht nervös fahren, konzentriert fahren und Punkte holen. Das gibt es nicht. Wir kommen einfach an Ocon nicht vorbei. Jetzt da. Ohne Probleme Platz 11. Hervorragend. Komm, holen wir uns hier die ersten Punkte. Magnussen, lass uns vorbei. Jetzt wird es ein Kampf gegen Magnussen. Vor ein paar Minuten war es noch ein Kampf gegen Ocon. Ah, jawohl, wir sind Zehnter, sind somit in den Punkten, ne? Hervorragend, aber Magnussen kontert direkt wieder. Hervorragend. Somit eine gute Runde hier, die vorletzte. Und das ist jetzt unsere letzte Runde. Come on. Gib Gas. Gib Gas. Packen wir sogar Ricardo noch. Ich denke nicht mehr, weil wegen einer Runde, ich denke, den packen wir nicht mehr. Aber ich bin zufrieden, Platz 10, absolut das, was ich wollte hier. Ich habe es euch gesagt, Australien liegt mir besser als die anderen Strecken. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, ne? Von der 20 auf die 10, das ist hervorragend. Hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Verstappen gewinnt wieder einmal den großen Preis hier. Und wir sind auf Platz 10. Wir können Ricardo nicht mehr einholen. Das war es. Wir sind in den Punkten. Hervorragend. Platz 10. Wenn wir denken, wir sind von Platz 20 gestartet und wir sind natürlich auch Fahrer des Tages. Hervorragend. Hervorragend. Das werde ich jetzt mal überspringen hier. Genau. Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull übernimmt die Führung in der Meisterschaft. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und hervorragend, wir sind jetzt vor Haas.
mit 2 Punkten, ne? Max Verstappen Rennsieger, gefolgt von Perez und Leclerc. Sainz auf der 4, Russell 5., Alonso 6., Lewis Hamilton nur 7. Und unser Kollege Guan Yu Zhou ist auf Platz 17 geblieben. Letzter Albon und Nicolas Latifi auch auf Platz 19, Lance Stroll 18., Mick Schumacher 14. und Sebastian Vettel 16., okay. Auf jeden Fall, Kevin Magnussen hat mich auch sehr, hat nur einen Platz verloren. Einer der besten war natürlich ich. Bin auf die 10 vor und ansonsten eigentlich niemand. Fernando Alonso auch sehr gut gewesen. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt schnell das Thumbnail und dann sehen wir uns wieder im Menü. In der Fahreranerkennung sind wir jetzt in der 2. Stufe. Hervorragend. Und dann freue ich mich auf die 4. Runde schon. Dann der große Preis von Emilia-Romagna. Ich werde auch hier wieder das Sprintrennen unter 5 Runden halten und dann das Rennen mit, ich denke mal, 50% zum Ereignis Marketing Abteilung. Daniel ist definitiv ein talentierter Fahrer und nur schwer zu überholen. Ich würde mich gern mit ihm messen. Okay, hier müssen wir unseren Rivalen aussehen und ich denke, der Alpine ist interessanter als der McLaren. Oder Daniel Ricciardo. Machen wir Daniel Ricciardo. Neue Rivalität, okay. Gute Entscheidung, hervorragend. Und dann geht's rein in den großen Preis von Saudi-Arabien. Dann allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, bleibt am Ball und vor allem gesund.